Buenas tardes, hier aus Marbella, wo der VfB Stuttgart sein Trainingslager abhält und die Mannschaft gerade ihr Nachmittagstraining beendet hat. Sie ist jetzt wieder auf dem Weg zurück ins Hotel. Auf dem Programm von Pellegrino und Materazzo standen heute Spielformen mit Überzahlsituationen. Er wollte viele Aktionen haben, viele Offensivaktionen, viele Torschüsse. Es ging hoch her, intensiv war die Einheit. Die Gruppe, die immer nicht gerade auf dem Spielfeld stand, die musste an der Seite sprinten, auch das mit höchster Intensität. Also die Jungs haben ganz schön was in den Beinen, was man auch gemerkt hat, als sie am Auslaufen waren. Einige haben sich da ganz schön über den Rasen geschleppt. Personell sieht es außer der Verletzung von Holger Badstuber weiter gut aus beim VfB. Gonzalo Castro hat heute nur Laufeinheiten absolviert, weil er ein paar Oberschenkelproblemchen hat. Es wird aber davon ausgegangen, dass er am Donnerstag wieder mittrainieren kann, voll und ganz. Marc-Oliver Kempf ist auch ein bisschen kürzer getreten heute Nachmittag. Aber es sieht nicht so aus, als ob der Kapitän eine ernsthafte Verletzung hat. Insofern läuft es rund, läuft es gut. Und dann melden wir uns morgen wieder hier aus Marbella, wenn Pellegrino Materazzo seine Jungs wieder rannehmen wird.